Hallöchen und herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Assassin's Creed Odyssey. Ich bin die Finn83 und ihr habt mir in der Premiere geschrieben, ich soll mal bitte die Schwierigkeit ein bisschen hochdrehen. Und das werden wir natürlich jetzt auch machen. Das ist bestimmt unser Gameplay, oder? Ja, wundervoll. Wir setzen auf schwer, ne? Und werden jetzt wahrscheinlich hart reinzacken. Ach so, okay. Ich sollte mir mit Ikaros Hilfe einen Überblick verschaffen. Er findet mein Ziel. Alles klar. Ah, easy. Wir legen halt legit bis davor an. Das ist natürlich nice. Okay. Gehen wir erstmal rein und verschaffen uns mal eben einen kurzen Überblick. Das ist mein Ziel. Ist es das? Es wird vor Piraten nur so wimmeln. Drei Piraten. Okay. Lassen wir jetzt einfach mal so im Raum stehen. Komm hier hoch. Easy. Nice. Sehr schön. Okay, guck mal, die haben wir doch easy. Oh lol. Hast du mich gerade gepuncht? Stirb! Oh nice. Das Blut einfach im Wasser. Okay. Daraufhin gönnen wir uns doch erstmal ganz entspannt einen Schatz. Schwere spartanische Beinschienen. Okay. Okay. Ach, da oben ist der Typ. Okay. Sollen wir den jetzt machen? Sollen wir den jetzt erledigen oder was? Bootsleute anheuern. Du kannst Personen in der Spielwelt als Bootsleute auf dein Schiff anheuern. Nutze einen Niederschlag oder andere. Ach so, Kampf. Ah, okay. Akzeptiere mein Angebot und arbeite für mich. Er wird sich sicher gut in der Mannschaft machen. Okay, das war's schon? Das war ja zu einfach. Okay, Bootsleute zuweisen. Kannst Bootsleute für dein Schiff anheuern und zuweisen, um verschiedene Vorteile zu erhalten. Wenn sie zugewiesen wurden, schließen sich die Bootsleute deiner Entermannschaft an. Nicht auf der Adrastea bist, kannst du sie mit der Fähigkeit Waffenruf rufen, damit sie für dich kämpfen. Okay, nice. Ah da, spezielle Bootsleute. 3% maximaler Fallschaden. Nice. Easy going. Ah ja, stimmt. Wir haben ja auch noch hier die speziellen Aussehen. Komm, wir machen mal hier das Ding rein. Weil wir es können. Weil wir es einfach können. Magi, Assassinen. Assassinen. Wir nehmen die normalen. Magi. Die sehen cool aus. Wir haben keine Galionsfigur haben. What the fuck?
Wie gedrückt, um zu rammen. Rammen finde ich sehr gut. Feuerschalen. Ausdauer der Ruder. Ich glaube, das wäre auch ziemlich nice. Okay, sprechen wir erstmal mit Barnabas. Dem alten Halunken hier. Oh, danke fürs Gespräch. Eigentlich wollte ich nur hier drauf. Ah, guck mal, sie haben sich gerade alle umgezogen. Wundervoll. Da ist er. Gut, den können wir auf dem Schiff gebrauchen. Nice. Wird er uns genügen? Keine Sorge. Wir werden oft genug Gelegenheit haben, weitere Seeleute anzuheuern. Ich habe das Gefühl, dass wir sie brauchen werden. Wir sollten Kurs auf Megaris nehmen. Alles klar. Eine lange Seereise kann entspannen. Aber wir sind keine schönen Wetter. Alles klar. Logbuch ist insane, finde ich gut. 2 Kilometer geradeaus, da sehe ich mich. Allerdings, lass uns nochmal eben gucken, was wir denn hier für insane Sachen haben, die wir noch ausrüsten können. Grobes Schwert. Ist halt 98 DPS, ist halt not bad, ne? Ich werde auf jeden Fall auch hier die Ausrüstung upgraden, keine Sorge. Reichtum des Bruders. So, 6, 7. So ein bisschen mehr Rüstung. Im Moment, glaube ich, kann ich wirklich jedes bisschen gebrauchen an Upgrades. Das heißt, unsere Rüstung sieht natürlich jetzt nicht so ganz so fancy aus. Allerdings haben wir dafür natürlich mehr Bums, ne? Und mehr Bums finden wir gut. Und deswegen sehe ich mich hier auch. Jetzt lass uns mal eben gucken. Also bis zu 4 Gegner gleichzeitig und verschiedene Pfeile, die uns 150% Schaden machen. Prozent weiter fliegt. Oh, alles klar. Ich glaube, ich sehe mich hier. Auf der 2, danke sehr. Oh, Moment, ich wollte noch mal eben gucken. 168 Jägerschaden ist halt nicht viel, ne? Das ist halt echt nicht viel. Ja, dann gehen wir mal auf Reisegeschwindigkeit. Nice, gefällt mir. Nee, der Skin für das Schiff sieht echt schnieke aus. Boah, ist ja schon ganz schön nice hier, ne? Muss man einfach mal sagen. Haben sie sehr schön gestaltet. Lol, da oben ist halt einfach Schnee. Ups, hab ich das jetzt gesucht? Ich hoffe es. Begib dich nach Megaris, ja. Muss ich da durchbrechen? 600 Meter! Rammen! Los, entern! Ahu! Gönnt euch! Nice! Okay, sehr schön. Oh, Moment. Eigentlich könnten wir das ja noch plündern, aber Details. Sehr schön. Ja.
sehr schön. Ah, wunderbar. Kommen wir da dran? Eigentlich noch ein bisschen weiter weg, ne? So, habe ich irgendwas gerammt? Ja, easy! Okay. Los, komm schon. Ich glaube, das war richtig hart drüber. Na komm, und... Sehr schön. Ja, Leute, ich würde sagen, das haben wir doch schon mal ganz gut hinbekommen hier. Das Treibgut könnte nützlich sein. Die Ruderer können nicht mehr. Erhöht das Tempo. Ja, wenn die Ruderer nicht mehr können, dann gönnen wir uns halt ein bisschen Wind in den Segeln. Ja? Man muss halt einfach auch mal gönnen. Ich finde es übrigens immer sehr interessant, dass wir immer vor dem Wind fahren. Neutrale Zone, okay. Neutrale Zone finde ich gut. Das heißt wahrscheinlich, wir kriegen auch nicht ganz so viel auf die Schnauze. Und das, Leute, wäre schon mal ein guter Anfang, ne? Da sehe ich mich. Also was mir noch nicht so gut gefällt, ist tatsächlich, dass wir relativ lange Ladezeiten hier haben. Das ist ein bisschen RIP. Aber gut. Warten wir erstmal ab. Lord, alles klar. Der Wolf macht keine Gefangenen. Alles klar. Ich glaube, der Wolf wird zu alt für den Scheiß. Wie der Athenerhund Perikles euch fürchtet. Er verkriecht sich in seinem Parthenon, umringt von Dichtern und Denkern. Er wagt keinen ehrenvollen Kampf auf dem Schlachtfeld. Er fürchtet sich vor euch. Er weiß, Athens Tage in Megaris sind gezählt. Und er weiß, Athen ist als nächstes dran. Du hast die Blockade der Athener durchbrochen? Sie waren mir im Weg. Sparta schuldet dir Dank. Tyche hat dich gesegnet, Fremde. Du kommst gerade rechtzeitig, um dem glorreichen Sieg meines Paters beizuwohnen. Alles klar. Du kannst nicht sein Sohn sein. Man sagt, seine Kinder seien vor Jahren in Sparta gestorben. Er nahm mich in seinem Haus auf, nachdem seine frühere Familie ihn enttäuscht hatte. Ich würde ihn niemals so entehren. Alles klar. Manchmal geschehen Dinge auf eine Weise, die wir nicht planen oder erwarten. Die Geschichte hat eben ein seltsames Gedächtnis. Du redest, als wärst du dabei gewesen. Vielleicht war ich das. Unsinn, du bist zu jung, um das erlebt zu haben. Genug von der Vergangenheit. Reden wir über die Zukunft. Warum segelt eine Söldnerin in einen Krieg, für den sie nicht bezahlt wird? Sag mir, warum du wirklich hier bist, bevor ich die Geduld verliere und dich niederstrecke. Mach's doch.
Ich bin hier, um den Wolf von Sparta zu treffen. Du kannst Nikolaos nicht einfach treffen. Er kommandiert die gesamte spartanische Armee. Wenn du wirklich allein deshalb gekommen bist, muss ich dich leider enttäuschen. Tja. Hast du hier wirklich das Sagen? Du kommst mir nicht wie ein typischer Spartiat vor. Vielleicht spreche ich besser direkt mit Nikolaos. Sinn für Humor ist keine Qualität, die ich bei Söldnern besonders schätze. Doch wenn du hier bist, um Geld zu verdienen, fähige Kämpfer kann ich in der Tat immer gebrauchen. Die Flotte mag zerstört worden sein, aber Megaris befindet sich unter athenischer Kontrolle. Wir müssen sie schwächen, wenn wir sie auf dem Feld schlagen und nach Athen zurückdrängen wollen. Aha, okay. Warum brauchst du dafür eine Söldnerin? Du verfügst über eine Vielzahl an eigenen Soldaten. Es ist keine Frage der Anzahl. Megaris zählt zu unseren Verbündeten. Wir setzen keine Truppen ein, bis der Sieg sicher ist. Meine Späher haben die Ziele bereits ausfindig gemacht. Okay. Ja, aber, ne, das kostet natürlich. Ich helfe bei der Vertreibung der Athener aus Megaris, aber nicht umsonst. Das ist wieder typisch. Du hast keinerlei Ehrgefühl, aber besser du dienst uns als unseren Feinden. Die Athener haben bereits einen Söldner verpflichtet und brauchen nicht noch mehr Hilfe. Wenn wir ihren Anführer herauslocken und töten können, schlagen wir die Athener auf dem Schlachtfeld und treiben ihre Truppen zurück nach Athen. Wenn wir ihre Vorräte zerstören, ihre Kriegskasse stehlen und ihre besten Männer ausschalten, ist er angreifbar. Nimm das und zeige es meinen Spähern. Solltest du sie auf dem Feld entdecken, geben sie dir vielleicht neue Informationen. Vielleicht brauchen sie auch deine Unterstützung. Ja, gut, okay. Ich denke, ich weiß, was zu tun ist. Denk dran, auch jeder getötete Athena-Soldat bringt uns unserem Sieg ein Stück näher. Und sobald ich Athen vor Sparta in die Knie gezwungen habe, lässt du mich zu Nikolaos. Sonst bist du der Nächste. Schick diese athenischen Hunde in den Hades. Wenn du das schaffst, wird der Wolf höchstpersönlich für eine angemessene Belohnung sorgen. Alles klar. Gut, 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 gut. Staaten erobern. Um deinen Vater Nikolaos zu treffen, musst du Stentor dabei helfen, Megaris zu erobern. Schwäche Megaris, Staatskraft, Stärke weit genug, um eine Eroberungsschlacht auszulösen. Okay. Mhm. Staatsstärke. Die effektivste Art, die Stärke eines Staates zu schwächen, besteht darin, den Staatsführer zu töten. Er ist immer erreichbar, aber solange die Staatsstärke hoch ist, wird er gut gestützt. Bringe die Staatsstärke und schwäche seine Verteidigung, indem du Soldaten der Fraktion tötest, Kriegsvorräte verbrennst und den Staatsschatz plünderst. Ja, alles klar, da sehe ich mich. Easy going. Sich um Kopfgelder kümmern. Ein Stifter hat ein Kopfgeld auf dich ausgesetzt. Vermutlich hast du Zivilisten oder Soldaten getötet, gestohlen oder Schiffe versenkt. Kannst du deinen Kurzquelt loswerden? Willst du da alle Kopfgelder bezahlen auf der Karte? Bezahle alle Stifter auf der Karte. Töte die Stifter in der Spielwelt. Tauche unter, bis die Frist abgelaufen ist. Ey, ganz ehrlich? Für 100, was waren das? Drachmen? Easy Coin. So sehe ich mich. Wenn ich in die Nähe des Wolfs kommen will, muss ich Stentor helfen, die Athener zu besiegen. Ich sollte keine Zeit verschwenden. Megaris, die Frontlinie des Krieges. So, 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 so. Was ist denn jetzt eigentlich hier unser Plan, ne? Wir zoomen mal ein bisschen rein. Der Dude ist halt da vorne verfügbar. Ich würde sagen, wir gucken uns erstmal ein bisschen um. Jetzt haben wir hier vorne die verschwundene Karte, eine Quest. Proviantkontrolle. Boah, ich würde erstmal sagen, wir kümmern uns um das versteckte Ding. Darf ich hier rumlaufen? Ja, ne? Die kann ich halt nicht mal auf einen Schlag töten. Das heißt, ich sollte auf jeden Fall noch ein bisschen besser werden, bevor wir hier großartig rangehen. Allerdings würde ich mich halt schon hier vorne sehen, ne? Da haben wir 1, 2, 3, 4 Dudes.
mich jemand verschaut. Hier werden sie besonders wachsam sein. Mhm, ja. Na komm. Ich lasse dich nicht aus den Augen. Wunderbar. Perfekt. Schön, dass wir geredet haben. Oh, alles klar. Gut, schön, dass wir das geklärt hätten. Danke sehr. Sehr schön. Schön. Wunderbar. Danke, dass wir darüber gesprochen haben. Gut. Easy going. Das war ja erschreckend einfach. Praktisch wie einem Kind den Lolli wegnehmen. 100 Meter bis zum nächsten Point of Interest. Oh, dann schauen wir doch mal, wo es da hingeht. Da vorne ist auch ein weiterer Aussichtspunkt. Ich glaube, Aussichtspunkte wären wahrscheinlich auch gar nicht verkehrt. Einfach mal, um uns einen kleinen Überblick zu verschaffen über die Region Megaris. Wie sieht es eigentlich aus hier mit weiteren... Oh, wir sind schon zur Hälfte wieder mit einem Level durch. Level 10 haben wir hier. Level 8er Rüstung. Level 8er Schwert. Auch noch ein bisschen was an Damage mehr pro Schlag. Der Staatsmann ist 180 Meter entfernt in die Richtung. Ein Grab. Halt echt keine Leute oder was? Ja. Oh, dann sehe ich mich da unten. Juckt euch das halt echt nicht? Wollt? Ich bin zutiefst verwirrt. Warum habe ich das denn jetzt einfach so bekommen? Ich bin legit halt gerade hart verwirrt. Aber Leute, ich würde sagen, wir kümmern uns mal in der nächsten Episode darum, dass wir ein paar... Moment, lass mich erstmal den Hund hier treten. Easy going. Danke sehr. Nice. Den haben wir noch umgeklatscht. Wie gesagt, ich bedanke mich ganz recht herzlich fürs Zusehen. Ich würde sagen, in der nächsten Folge schauen wir uns mal an, dass wir die Staatsstärke von Megaris runterbringen und eventuell schon eine Entscheidungsschlacht herbeiführen können. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen, sage bis morgen. Macht's gut, bis dahin, haut rein.